Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Auftaktveranstaltung des neuesten Massive Open Online Kurses der Universität Graz mit dem Titel Graz, die smarteste City Österreichs. Ich freue mich sehr, dass dieser MOOC so großes Interesse weckt. Ich freue mich auch sehr, dass dieser MOOC zustande gekommen ist in Kooperation mit der Stadt Graz. Mein Name ist Michael Kropp, ich leite die Akademie für neue Medien und Wissenstransfer an der Universität Graz und ich darf Sie durch die nächsten 60 bis 80 Minuten führen. Und ich darf gleich das Wort übergeben an den Herrn Vizerektor für Studium und Lehre, Herrn Professor Martin Polaschek, der Sie als Hausherr begrüßen wird. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in dem Fall nicht nur im Meerscheinschloss, sondern auch an PCs, möglicherweise weltweit. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung in der Form stattfindet. Die Universität Graz ist gemeinsam mit der Technischen Universität österreichweit Vorreiterin, was Lehrveranstaltungen im Internet angeht. Sogenannte Massive Open Online Courses gibt es mittlerweile seit einiger Zeit an verschiedensten Universitäten. Und wir haben uns gesagt, wir wollen in Österreich das aktiv angehen, nicht zuletzt auch dank tatkräftiger finanzieller Unterstützung durch das Land Steiermark. Und wir haben hier sehr viel Know-how aufgebaut. Und wir haben uns irgendwann gedacht, es wäre eigentlich schön, so etwas nicht nur für Studierende bei uns im Haus zu machen oder an den Häusern, sondern auch darüber hinaus zu gehen und das, was wir an Know-how in unserer Stadt haben, an den verschiedensten Universitäten, Fachhochschulen und so weiter, und auch was wir Know-how über unsere Stadt haben, einmal bekannt zu machen. Da war der logisch nächste Schritt, eine solche Lehrveranstaltung auch über unsere Universitätsstadt zu machen. Die Universität hat die Freude, seit 1585 hier am Standort tätig sein zu dürfen. Wir sind eine der ältesten Institutionen dieser Stadt und dieses Bundeslandes. Und wir haben uns gedacht, wir machen etwas, das unsere Studierenden interessiert, aber darüber hinaus auch Menschen aus anderen Bereichen, die mit den Universitäten hier und mit der Stadt Graz zu tun haben, die ein wissenschaftliches Interesse an dieser Stadt haben. Und wir laden alle herzlich ein, sich an diesem Kurs zu beteiligen. Ich freue mich auch sehr, dass wir Vortragende, Lehrende aus verschiedensten Institutionen gewinnen konnten, nicht nur aus dem Bildungsbereich, sondern auch darüber hinaus. Und ich möchte mich auch sehr herzlich noch einmal auch bei der Stadt Graz bedanken, die diesen Massive Open Online Kurs ja auch finanziell und mit sehr viel Know-how unterstützt. Und ich freue mich auch sehr, dass heute für die Stadt Graz zwei Personen da sind. Und ich darf auch, Sie werden selber sich ja auch noch aktiv einbringen in unsere Lehrveranstaltung, bevor ich Sie aber als Lehrende der Universität, als zuständiger Vizerektor herzlich willkommen heißen darf, begrüße ich Sie auch ganz besonders als Repräsentantin und Repräsentanten der Stadt. Danke auch noch einmal für die Unterstützung. Herzlich willkommen, Frau Vizebürgermeisterin Dr. Martina Schröck. Und in Vertretung von Herrn Bürgermeister Nagel heiße ich auch herzlich willkommen, Herrn Stadtrat Kurt Hohensinner. Herzlich willkommen. Ich habe bereits über tatkräftige Unterstützungen gesprochen. Ich möchte mich auch sehr bei der Woche bedanken für die mediale Unterstützung. Um einen solchen MOOC einmal bekannt zu machen, brauchen wir natürlich auch die klassischen Medien, weil es auch Personen gibt, die bislang möglicherweise mit diesen Internetforen, mit MOOCs noch nicht so zu tun hatten. Und wir sind sehr dankbar, dass wir auch über ein Printmedium hier eine Unterstützung haben und dadurch auch noch einmal vielleicht an eine Zielgruppe herankommen, die wir mit unseren universitären Verteilern nicht erreichen. Danke auch an dieser Stelle. Es ist der erste Massive Open Online Kurs dieser Art in Österreich. Es gibt keine einzige Lehrveranstaltung über eine konkrete Stadt in dieser Art und Weise. Also danke auch, dass die Stadt Graz sich gemeinsam mit uns in dieses Experiment hineintraut. Soweit wir wissen, gibt es auch im deutschsprachigen Raum nur ein oder zwei Beispiele, wo sowas überhaupt jemals passiert ist. Also die Stadt Graz kommt auf vielfältige Art und Weise auch hier ihrem Ruf nach, die smarteste City Österreichs zu sein. Und wir haben zwei der smartesten Menschen dieser Stadt auch da, die uns darüber was erzählen sollen. Danke auch noch einmal, dass Sie sich beide einbringen. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Vergnügen an dieser Veranstaltung. Ich hoffe, dass es auf großes Interesse trifft. Danke an euch alle. Ja, meine sehr verehrten
Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und dieses einmalige Projekt heute hier mitzueröffnen. Ich glaube, so die erste Idee ist vor 2,5 Jahren entstanden. Wir waren da bei einem Mittagessen zusammen, der Herr Vizerektor Polaschek und die Frau Rektorin Neuper, und wir hatten damals die Idee, wir könnten ja mal so eine Ringvorlesung machen, die allen Grazerinnen und Grazern offen steht, auch mit dem Hintergedanken, die Universität, die Forschung, die Wissenschaft wieder einen Schritt näher zu den Grazer Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Dass jetzt so etwas Modernes und Einzigartiges daraus geworden ist, das freut mich als Wissenschaftsreferentin dieser Stadt natürlich ganz besonders. Ja, Graz ist eine besondere Stadt, Graz ist eine smarte Stadt. Diese Lehrveranstaltung, Sie sehen es auch da vorne, sind schon einmal die Kapitel aufgelistet. Da werden viele Bereiche dieser Stadt beleuchtet, behandelt, die auch für Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht schon ihr ganzes Leben in dieser Stadt verbringen, doch auch was Neues bringen werden. Und das ist das Spannende auch an diesem interdisziplinären Studienangebot. Ja, als Wissenschaftsreferentin bin ich absolut stolz auf das, was hier an Forschung, an Wissenschaft jedes Jahr passiert. Graz ist absolute Spitze. Wir sind die zweitgrößte Universitätsstadt von Österreich und die vielen Studierenden, es sind ja mittlerweile über 60.000 in unserer Stadt, haben es auch geschafft, dass Graz den Namen Pensionopolis ein Stück weit losgeworden ist. Also Graz hat sich durch die vielen Studierenden wirklich maßgeblich verändert, verjüngt, ist auch sehr international geworden. Wir haben sehr viele Studierende aus der ganzen Welt bei uns, insbesondere wenn wir zum Beispiel auf die KUK schauen, da gibt es einen sehr hohen Anteil an ausländisch Studierenden, die hierher zu uns kommen. Naja, warum kommen eigentlich so viele Menschen zu uns und wollen hier an den Universitäten, an den Fachhochschulen, an den pädagogischen Hochschulen studieren? Ich glaube, Graz ist eine ganz besondere Stadt. Wir sind zweitgrößte Stadt von Österreich, sind aber doch trotz der Urbanität eine sehr gemütliche Stadt. Es passiert einem, wenn man am Wochenende durch die Innenstadt geht, dass man doch noch Menschen trifft, die man kennt, und man geht nicht völlig in der Anonymität einer Großstadt unter. Für Studierende sind natürlich die Rahmenbedingungen sehr, sehr gut. Wir haben ein sehr, sehr flottes öffentliches Verkehrsnetz. Wir haben Studentenwohnungen geschaffen in einem guten Ausmaß, wie ich finde, für diese Stadt. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe selbst lang genug studiert, es ist nicht nur die Zeit auf der Uni wichtig, sondern auch, was ich in einer Stadt außerhalb der Uni tun kann. Und auch da bietet Graz wahnsinnig viel an, wenn man sich die kulturellen Highlights anschaut. Unsere Grazer Oper zum Beispiel ist eine der 6 besten Häuser weltweit. Es ist in diese Ausscheidung gekommen und das beste Opernhaus der ganzen Welt. Jetzt gerade findet der steirische Herbst statt. Also mit der Styriade bis zum steirischen Herbst zeigen wir auch im kulturellen Bereich eine sehr, sehr große Bandbreite und sprechen da, glaube ich, viele Menschen an und bieten vielen Menschen da durchaus interessante Möglichkeiten. Was für Studierende auch interessant ist, das möge man auch nicht verschweigen, ist, dass es eine sehr pulsierende Szene gibt, dass man am Abend eine große Auswahl hat, wo man sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf das eine oder andere Bier oder eine oder andere gute Glasl steirische Wein auch noch zu einer Nachbesprechung oder Lehrveranstaltung treffen kann. Das zeichnet eine Stadt auch besonders aus. Wir haben einen enormen sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt. Das hat sich zum Beispiel auch am 20. Juni gezeigt, als die Stadt von einer schrecklichen Tat überschattet worden ist. Da hat man gesehen, wie eine Stadt im Krisenfall zusammenhelfen kann. Wir haben ein hervorragendes soziales Netz in dieser Stadt, das neben den Pflichtleistungen der Sozialgesetzgebung auch sehr viele freiwillige Leistungen hat, wie die Sozialcard,
die mittlerweile rund 15.000 Personen zur Verfügung steht und die 15.000 Personen mit geringem Einkommen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Sie merken, wenn ich über Graz anfange zu reden, dann fällt mir ganz viel ein, dann bin ich kaum mehr zu stoppen. Kurz zusammengefasst, ich bin jetzt seit 1996 in dieser Stadt, bin auch als Studierende hierher gekommen, habe Soziologie hier studiert und für mich war eigentlich gleich von Anfang an klar, dass ich so schnell aus dieser Stadt nicht mehr weggehen möchte. Habe sie auch natürlich als Kind schon öfter besucht und für mich war immer schon klar, wenn ich die Matura habe, dann nehme ich den ersten Zug nach Graz. Ich bin begeisterte Grazerin und freue mich wirklich ganz besonders, dass wir unsere Stadt jetzt auf diese Art und Weise einem breiten Publikum hoffentlich näher bringen können. Daher auch ein großes Dankeschön an die Grazer Woche, dass sie hier mit dabei ist und dass wir das verfolgen, was mir als Wissenschaftsstadträtin auch wirklich wichtig ist, nämlich Wissenschaft, Forschung, die Universität ganz weit aufzumachen und viele Menschen hier hereinzuholen. Am letzten Freitag beispielsweise haben wir wieder eine sehr schöne Veranstaltung gehabt. Jetzt muss ich zum Herrn Professor Kudelka schauen, der da ein wichtiger Partner dabei ist. Der Grazer Weltraumtag hat das zweite Mal stattgefunden, wo alle Universitäten dabei sind, viele Forschungsinstitute dabei sind, weil eben der Weltraum auch ein sehr breites Thema ist und vor allem ein breit angenommenes Thema ist. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn auch diese Vorlesung, diese Einheiten wirklich in die Breite gehen und viele Grazerinnen und Grazer ansprechen können. Ich wünsche allen, die sich damit beschäftigen, viel Freude dabei, einen guten Lernerfolg und darf mich jetzt abschließend bei allen Verantwortlichen, die das auch umgesetzt haben, bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die da auch Beiträge gemacht haben, ganz, ganz herzlich bedanken, bei Ihnen, Herr Vizerektor, sehr, sehr herzlich bedanken und bei Ihnen, Herr Dr. Kutz, für die Umsetzung sehr herzlich bedanken. Alles Gute. Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich bei dieser Auftaktveranstaltung dabei sein kann und darf Ihnen auch gleichzeitig ganz liebe Grüße von unserem Bürgermeister Siegfried Nagel ausrichten. Mich begeistert dieses neue Format, weil es das universitäre Wissen auf eine sehr moderne, niederschwellige Art an eine breite Bevölkerung trägt und niederschwellig deshalb, weil das ja ins Internet auch übertragen wird und die Breite, die Frau Vizebürgermeisterin hat schon angesprochen, das sieht man da auch am Plakat, es wird dargeboten, Information vom Ehrenamt bis zum Weltraum und das sind wirklich Sachen, da ist für jeden was dabei und ich habe, glaube ich, heute auch kurz die Möglichkeit, ein bisschen was auf meine Aufgabengebiete zu sprechen, ein bisschen was zu erzählen, was mich so zu meinem Graz unter Anführungszeichen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich darf seit 1,5 Jahren in der Stadt Graz für den großen Bereich der Bildung, für die Integration und für den Sport zuständig sein und alle Bereiche sind eigentlich davon geprägt, dass wir gefordert sind, weil die Stadt Graz so stark wächst. Wir wissen, dass wir jedes Jahr netto ca. 4.000 Einwohner und Einwohner mehr haben. Viele Bezirkshauptleute in der Steiermark beneiden uns drum, aber Sie können sich das vorstellen, da ist eine Riesenverantwortung damit verbunden, speziell auch für meine Bereiche, weil wenn man den Bildungsbereich ansieht, alleine im Schulbereich müssen wir jedes Jahr um 260 Plätze für Schüler mehr bereitstellen. Das sind so 12 Klassen circa und das heißt, da sind wir beschäftigt bis 2020 in etwa, dass wir ein Schulausbaupaket investieren von 65 Millionen Euro. Was ein bisschen ein kritischer Beigeschmack ist, ist, dass der Bund seit ca. 5 Jahren eingeführt hat, dass wir, wenn wir Bildungseinrichtungen bauen, dass wir die Umsatzsteuer an Wien abliefern müssen. Das möchte ich an dieser Stelle auch kritisieren, aber dass Sie sich ungefähr vorstellen können, wie dieses Schulausbauprogramm in der Stadt Graz aussieht,
Und da haben alle Abteilungen der Stadt mitgearbeitet, das Amt für Statistik und Einwohner. Da haben wir eben geschaut, wo sind die meisten Geburten, beziehungsweise das Bauamt, wo sind die meisten Siedlungen, die entstehen. Die Finanzdirektion hat natürlich auch mitgearbeitet, hat geschaut, was können wir uns überhaupt leisten und welche Schulstandorte sind überhaupt möglich, dass wir sie weiterentwickeln. Und das haben wir schon begonnen vor circa 4 Jahren. 2 Schulen konnte ich im letzten Jahr schon eröffnen. Das war die Maria Grüner Volksschule. Das ist eine ganz neue, tolle Volksschule. Da haben wir auch den alten Standort jetzt weitergeführt. Wir haben die St. Peter Volksschule ausbauen können. Derzeit sind gerade 2 Schulprojekte fertig geworden. Eines hier in der Nähe am Rosenberggürtel und zum anderen in der Brockmann-Schule. Und wir haben auch den Spaten gerade gesetzt in der Algersdorfer Schule, wo auch eine Zweisprachigkeit das Ziel ist. Also dort wird auch hoffentlich dann, wenn der Bau fertiggestellt ist, in Englisch unterrichtet. Wir haben in Antritz den Spaten gesetzt und auch in der Schule Peter Rosecka. Und 2 weitere Schulprojekte haben wir vor, nämlich in Straßgang und die Dresdner Schule. Also man merkt schon, dass die größten Anforderungen am rechten Murufer stattfinden. Es sind dort einfach mehr Siedlungen, die gerade gebaut werden und da müssen wir Bildungsplätze anbieten. Nicht nur Schulplätze, sondern auch Kinderbildungs- und Betreuungsplätze. Also es beginnt schon bei der Kinderkrippe und im Kindergarten. Uns ist es in der Bildung auch wichtig, dass wir nicht nur unsere Grundaufgabe forcieren. Die Grundaufgabe ist, dass wir Schulerhalter sind. Wir möchten aber über den Tellerrand hinaus arbeiten. Das heißt, dass wir vernetzend auch tätig sind. Deswegen haben wir eine Bildungsstrategie in der Stadt Graz erarbeitet. Die Universität hat auch mit unterstützt. Da haben wir 70 Bildungsexpertinnen und Experten eingeladen, die 70 Forderungen erarbeitet haben. Und eine Forderung war, dass wir in Graz eine Bildungsservicestelle einrichten, wo wirklich die ganze Familie ein Angebot hat, wo man hingehen kann, wenn es darum geht, einen Kinderkrippenplatz zu bekommen, aber auch wenn es darum geht, sich zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt beim Thema lebenslanges Lernen. Also das ist eine Anlaufstelle und diese Anlaufstelle haben wir vergangene Woche auch eröffnen können. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und die anderen Punkte der Bildungsstrategie arbeiten wir jetzt Schritt für Schritt ab. Ich komme zu einem nächsten Thema, zum Thema zur Integration, was uns natürlich gerade in diesen Tagen sehr, sehr fordert. Derzeit ist es ja so, dass sehr viele Menschen durch Österreich durchreisen, weiter nach Deutschland und nach Schweden. Aber es ist auch absehbar, dass, wenn es einen Rückstau gibt, dass sehr viel mehr Menschen in Graz auch einen Antrag stellen, dass sie länger hier bleiben und da möchten wir auch vorbereitet sein. Hier haben wir eine Integrationsstrategie auch erstellt und auch was vor allem die Bildung betrifft, haben wir jetzt schon Vorkehrungen getroffen für eine Schuleingangsphase. Derzeit ist es so, dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr nur um 22 Schülerinnen und Schüler mehr haben. Das ist bewältigbar. Einige Pädagogen sind auch hier, das habe ich vorher festgestellt. Es gibt ein Modell in der Pflichtschule, dass ab 7 Kindern mit Nicht-Deutsch als Muttersprache gibt es einen zusätzlichen DATS-Lehrer für 11 Stunden. Dieses System funktioniert jetzt, aber wenn es zu einem Rückstau kommt, wenn viel mehr Kinder dann da sind, ist es ganz wichtig, dass wir eine Schuleingangsphase machen. Das heißt, dass wir in dieser Schuleingangsphase die Kinder auch unterstützen, dass wir den Sprachstand erheben, dass wir schauen, welche Begabungen die Kinder haben, weil es sollte nicht so sein, dass aufgrund der Sprachbarriere die Kinder automatisch in die neue Mittelschule kommen, sondern wir sollten auch schauen, dass wir hochbegabte Kinder auch ermöglichen, dass sie einen Weg in die Mittelschule finden und auch so zur Matura und so in weiterer Folge zur Hochschule. Aber die Kinder werden auch ausgetestet vom Psychologen, ob es auch Traumatisierungen gibt und da wird auch eine Unterstützung bereitgestellt. Und das ist das, was uns akut in der Integration beschäftigt. Die Integrationsstrategie, die ich mit habe, ich habe 10 Stück mit, also die ganz Interessierten können so eine Strategie auch mitnehmen. Die Strategie beruht auf 5 Säulen, nämlich erste Säule, Säule der Sprachen, 2. Säule Rechte und Pflichten, 3. Werte und Kultur, 4. Säule interreligiöser Dialog und 5. Säule Identifizierung. Also da haben wir ganz viele Projekte in der Stadt Graz in Vorbereitung. Zu meinem 3. Aufgabenbereich möchte ich auch noch kurz kommen, weil wenn die Stadt Graz wächst
und in den letzten 10 Jahren 40.000 Menschen, dann braucht die Stadt auch, oder dann brauchen die Menschen auch Raum, um sich bewegen zu können. Das ist mir ganz wichtig, als Sportstadt hat. Da haben wir sehr viel Raum bereits umgesetzt in der Vergangenheit, wenn Sie denken an die Austern des Sportbad, an die Ballsporthallen, die entstanden sind, die Blue Box in Buntigam oder das ASKÖ-Areal in Eckenberg. Und wir wissen, dass wir das weiterentwickeln müssen. Deswegen haben wir jetzt höchstwahrscheinlich in der nächsten Gemeinderatssitzung, auch mit der Frau Vizebürgermeisterin schon drüber gesprochen, haben wir weitere Sportprojekte, die wir jetzt auch einer Finanzierung zuführen. Das ist eine dreifache internationale Ballsporthalle. Die wird in der Hüttenbrennergasse am ehemaligen Körnerplatz entstehen, wo wir insgesamt im Jahr 250.000 Sportkontakte abwickeln können. Also nicht nur Ballsport, sondern da ist auch Fechten angesiedelt etc. Ich glaube, da gibt es auch eine gute Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der Universität. Wir haben auch vor, den letzten Schritt in Eckenberg zu vollziehen. Da haben wir ja saniert die Halle A bei ASKÖ und die Halle B. Da ist der Mitteltrakt noch fertig zu machen. Und wenn es sich ausgeht, dann schaffen wir es auch vielleicht beim nächsten Beschluss ASKÖ schon mitzunehmen. Und dort soll ein Leichtathletikzentrum angesiedelt werden. Und eine Sache, die sehr lang angestanden ist in der Grazer Stadtpolitik, war das Liebenauer Stadion bzw. das Eisstadion. Seit ich im Grazer Gemeinderat mitwirken darf, hat man überlegt, baut man die Eishalle irgendwo neu, tut man es ein bisschen sanieren, geht es überhaupt? Und Gott sei Dank haben wir uns durchringen können, dass wir mit dem Land Steiermark gemeinsam die Eishalle jetzt umbauen, also wirklich grundsanieren, und die wird bis zu den Special Olympics auch fertig sein. Das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Wir haben Gott sei Dank den Zuschlag bekommen, dass wir die Special Olympics austragen im Jahr 2017 im März. Schon im Jänner nächsten Jahres gibt es die Pre-Games, das heißt, das ist der Probegalopp, und ich habe da voll damit. Und die Frau Vizebürgermeisterin ist auch eine große Unterstützung als Sozialstadträtin, und da brauchen wir noch Freiwillige, die mit unterstützen. Und vielleicht haben Sie ja Lust, damit dabei zu sein. Ich war jetzt selbst in Amerika im Sommer bei den amerikanischen Sommerweltspielen, und das war irrsinnig beeindruckend. Also das ist, da geht es nicht nur um Sport, da geht es um die Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Und wenn man da einmal mit dabei war, man lernt irrsinnig viel im Umgang mit Menschen, und diese Eindrücke, die man da gewinnen kann, die vergisst man gar nicht. Einen letzten sportlichen Punkt, den ich anführen möchte, ist, dass unser Grundinteresse darin liegt, dass wir möglichst viele junge Menschen für Sport begeistern. Und Sie können sich erinnern, die letzten Diskussionen auf Bundesebene mit der täglichen Turnstunde, die waren sehr mühsam, weil jede Partei, meine Partei, die Partei von der Frau Vizebürgermeisterin bis hin zur letzten Oppositionspartei, haben das eingefordert. Leider ist nichts passiert. Und wir haben in Graz gesagt, dass wir nicht so lange warten wollen, bis die Bundespolitik das umsetzt, und haben eine tägliche Bewegungseinheit in Graz, in den Grazer Schulen, jetzt in Umsetzung, wo es darum geht, dass die Lehrer im Klassenzimmer auch Bewegung machen mit den Kindern, weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass nach der dritten Schulstunde lässt die Konzentration rapide ab, und wenn man dann 10 Minuten, 15 Minuten sich bewegt, dann ist die Konzentrationsfähigkeit wieder da. Deswegen forcieren wir die tägliche Bewegungseinheit, und 60% der Schulen machen da schon mit. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und warten nicht so lange, bis der Bund darauf reagiert. Ich hoffe, dass ich einen kurzen Einblick in meinen Aufgabenbereich geben konnte. Ich finde diese Veranstaltungsreihe wirklich großartig. Ich werde es auch im Internet mitverfolgen und wünsche Ihnen alles Gute. Herr Vizerektor, Frau Vizebürgermeisterin, Herr Stadtrat, liebe Interessierte, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach diesem wunderschönen Höhenflug, der smart war, der charmant war, der informell war, der euphorisch war, habe ich jetzt irgendwo so die Aufgabe, Sie down to earth zu holen, nämlich, Sie haben schon gehört, der MOOC ist für Interessierte ganz offen. Auf der einen Seite, wollen sie ja auch eine Prüfung ablegen. Die Studierenden wollen auch Punkte bekommen. Und das ist jetzt dieses, nach diesem völlig abgehobenen Weltraumflug Smart City Graz,
dieses Down to Earth zu holen, ihnen eben Informationen zu geben, wie schaut es mit der Prüfung aus. Wie der MOOC aufgebaut ist, wie diese Lehrveranstaltung aufgebaut ist, in 8 Kapiteln, darüber wird der Dr. Kopp dann sprechen. Meine Aufgabe ist es Ihnen nun einfach die Information zu geben, wie kommen Sie zu Ihren Prüfungen, wie können Sie die Prüfung machen. Grundsätzlich, ich habe hier meinen Zettel, den braucht man trotzdem, dass man noch eine Online-Vorlesung hat und total digitalisiert ist, damit nichts passiert. Also Sie machen auf alle Fälle eine elektronische Prüfung. Wie können Sie Ihren, oder woraus holen Sie Ihre Lerninhalte? Sie sehen, es sind 8 Kapitel hier aufgelistet. Jedes Kapitel besteht aus 2 Videos. Die Videos geben Ihnen Informationen, die Sie sich anschauen sollen, daraus werden Fragen kommen und es gibt dann zusätzlich noch ein Forum, eine Internetplattform, eMOOCs, darüber wird auch der Herr Dr. Kopp sprechen, dort finden Sie noch anderes Material, verpflichtendes Lernmaterial, Zusatzmaterial im Umfang von 15 bis 20 Seiten. Ich denke, dass die Landung jetzt doch auch eine smarte und nicht eine viel zu harte ist, wenn Sie dann die Prüfung machen. Also wie gesagt, wir haben hier alles schon vorbereitet. Es gibt dann auch zusätzlich zur Plattform ein Forum. Da können wir uns austauschen, Sie sich austauschen. Dieses Forum wird betreut von Herrn Klaus Hatzl und von meiner Wenigkeit. Sie können sicher sein, wir schauen immer wiederum rein und wir versuchen relativ rasch auch zu antworten, zu reagieren, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, was eben die Prüfungsmodalitäten betrifft, beziehungsweise überhaupt, wie die ganze Organisation ausschaut. Naja, und das, was vielleicht den Höhenflug oder die Landung doch nicht so smart macht, Sie müssen 60% der Fragen beantworten, um dann auch positiv diesen MOOC, diesen Massive Open Online Course mehr oder weniger hier absolviert zu haben. Und Sie bekommen aber dafür dann auch 3 ETCS-Punkte. Und ja, wenn noch weitere Fragen sind, ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr theoretisch, wenn noch weitere Fragen sind, bitte wenden Sie sich an mich, also an Nita Ziegerhofer, @uni-graz.at oder Klaus Hatzl. Vielen herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Wir bleiben in Verbindung, online oder auch vielleicht im menschlichen, zwischenmenschlichen Kontakt, je nachdem, wie Sie es dann auch haben wollen. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz guten Semesterauftakt, einen ganz, ganz tollen Start in dieses Wintersemester und einen modernen Höhenflug in die smarteste City von Österreich oder Europa oder der Welt. Danke. Vielen Dank für die Einführung. Ich denke, ein wenig wird sich heute durch das, was ich Ihnen noch kurz präsentiere, werde dann auch noch selbst erklären, was jetzt der genauen Umgang mit der Plattform anbelangt. Ja, und ich habe jetzt die schöne Aufgabe, Ihnen die 8 Module ein wenig näher zu bringen, aus denen sich der Graz-MOOC zusammensetzt. Wir haben in jedem Modul, die Module sind alle gleich aufgebaut, wir haben in jedem Modul eine Expertin oder einen Experten gefragt, wie sie oder er das Thema am besten beschreiben kann und möchte. Und wir haben dazu dann auch immer zu diesen theoretischen Inhalten auch Praxisbeispiele mit Expertinnen und Experten aufgenommen. Das sind die beiden Videos, sozusagen ein Theorievideo zu jeder Lehrveranstaltungseinheit oder zu jeder Kurseinheit und ein Praxisvideo. Leider können nicht alle Expertinnen und Experten, die hier mitgeholfen haben und die einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten gestaltet haben, heute aus zeitlichen Gründen hier sein. Die darf ich von vornherein schon sehr herzlich entschuldigen. Einige haben es aber trotz Terminknappheit geschafft, dafür bedanke ich mich auch sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich werde also die Module einzeln vorstellen und da, wo wir den Experten oder die Expertin hier vor Ort haben, da werde ich die Personen bitten, selbst ein wenig zu den einzelnen Modulen zu erzählen. Das erste Modul, mit dem wir heute starten, dieses Modul ist heute seit 10 Uhr online, widmet sich der Wissenschaftsgeschichte der Stadt Graz. Die Wissenschaftsgeschichte wird präsentiert vom Herrn Professor Simone De Angelis und gibt einen Einblick darüber, wie sich die Wissenschaft in Graz entwickelt hat und wie Graz mit der Wissenschaft umgegangen ist.
Es ist also ein sehr erlebnisreicher Spaziergang, historischer Spaziergang, wie sich eben Wissenschaft in dieser Landeshauptstadt darstellt. Und unterfüttert sozusagen ist dieser theoretische Input mit zwei Praxisbeispielen. Einerseits mit dem Masterstudium Wissenschaftsgeschichte, das hier an der Universität Graz in Kürze starten wird. Und andererseits mit der Sondersammlung der Universität Graz, wo neben vielen Handschriften auch viele Kopien und Abschriften verfügbar sind, etwa von Galileo Galilei, der mit diesen Abschriften man sehr deutlich zeigen kann, wie sich die Wissenschaftsgeschichte in Graz entwickelt und etabliert hat. Dieses Modul, wie gesagt, ist ab heute abrufbar. Ich lade Sie ein, sobald Sie die Zeit dazu finden, sich die beiden Videos anzusehen. Das zweite Modul widmet sich den Frauen der Stadtgeschichte Graz unter dem Titel auch Her Story. Dieses Modul wird im theoretischen Teil bestritten von der Frau Professorin Karin Maria Schmidt-Lechner-Lienhardt, die heute leider auch nicht hier sein kann. Hier geht es vor allem um die Frauenstadtgeschichte. Hier geht es vor allem darum, wie sich Frauen in dieser Stadt etablieren können, welchen Wert Frauen insbesondere in dieser Stadt haben. Und in den Praxisbeispielen haben wir versucht, auch jene herauszunehmen, die veranschaulichen, wie wichtig eben die Frauengeschichte für diese Stadt im Besonderen ist. Zum einen geben wir einen Überblick über die Pionierinnengalerie im Grazer Rathaus. Zum anderen haben wir einen Frauenstadtspaziergang durch die Stadt Graz aufgezeichnet. Und ein drittes Projekt, das wir gefilmt haben, ist das Projekt Anaida, den Frauenverein für Migrantinnen. Dieser Verein widmet sich vor allem den Migrantinnen, die in die Stadt kommen, Deutschkenntnisse zu vermitteln. Gut. Das dritte Modul beschäftigt sich mit der architektonischen Baukultur der Stadt Graz. Hier haben wir seitens der Technischen Universität Graz den Herrn Professor Anselm Wagner gewinnen können, der mit uns einen Tag lang durch Graz spaziert ist und uns die architektonisch sehenswürdigen Bauwerke gezeigt hat, hier auch eine Geschichte, die geschichtliche Entwicklung dazu erzählt hat und auch aufgezeigt hat, wie großartig die architektonische Leistung in dieser Stadt ist. Wir haben hier, nachdem Graz ja auch UNESCO Weltkulturerbe ist, versucht, in dem Praxisteil Beispiele zu finden, die veranschaulichen, wie sozusagen im positivsten Sinne des Wortes eine Überwachung der baugestalterischen Maßnahmen in dieser Stadt passiert. Einerseits mit dem Fachbeirat für Baukultur, andererseits eben mit der Institution UNESCO Weltkulturerbe und dann mit dem Haus der Architektur, wo auch nochmal praktisch verdeutlicht wird, wie Architektur in dieser Landeshauptstadt entsteht und welchen Stellenwert sie für Graz hat. Gut. Der vierte Teil widmet sich der Stadtsoziologie. Hier konnten wir Frau Privatdozentin Magister Dr. Sabine Haring gewinnen, als Expertin zur Verfügung zu stehen. Sie ist heute da und ich darf Sie bitten, selbst ein paar Worte zu diesem Modul zu erzählen. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin ja Vollblut-Grazerin, also ich bin als zweijähriges Kind nach Graz gekommen und lebe also schon lange in Graz und ich glaube, ich kenne mich in Graz auch wirklich sehr gut aus. Mein Thema in dieser Reihe war das Thema Stadtsoziologie und die Inhalte dieses Moduls sind zunächst einmal, was versteht man überhaupt unter Stadtsoziologie als eine spezielle Soziologie, als eine Bindestrich-Soziologie. Was sind die zentralen Begrifflichkeiten, mit denen die Stadtsoziologie arbeitet? Stichwort Segregation, also die Konzentration bestimmter Bevölkerungsschichten in einzelnen Bezirken, in einzelnen Vierteln. Das kann sein nach Alter, das kann sein nach ethnischer Zugehörigkeit, das kann sein nach religiösen Gesichtspunkten, ein Punkt, der heute bei uns nicht mehr so eine große Rolle spielt. Oder Stichwort Gentrifizierung. Das ist eben ein sozioökonomischer Strukturwandel innerhalb einer Stadt.
Also wenn sich Stadtvierteln soziostrukturell, sozioökonomisch verändern, in der Regel ärmere Bevölkerungsschichten, weniger privilegierte Bevölkerungsschichten werden verdrängt durch wohlhabendere, bildungsnähere Bevölkerungsschichten. Und ich habe immer versucht, in meinem Teil hier Rückbezüge zur Stadt Graz zu machen. Also Stichwort Gentrifizierung bietet sich ja ein Viertel in Graz ganz besonders an, wenn wir das Viertel um das Kunsthaus uns betrachten, also Kunsthaus, Südtiroler Platz, bis hinauf dann eben zum Rosecker-Haus, wo sich in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehr viel getan hat, also Neubaugasse, Grüne Gasse, wo sehr viele jüngere Leute auch hingezogen sind, Studierende. Es gibt solche Pioniere der Gentrifizierung, das sind Künstler, Künstlerinnen, das sind eben Jungakademiker, Akademikerinnen, die hier sozusagen Pionierarbeit leisten. Dieser Prozess ist natürlich ambivalent, es ist ein Verdrängungsprozess. Das heißt, ärmere Bevölkerungsschichten konzentrieren sich dann woanders. Jene, die sich dort nicht mehr leisten können, die Wohnpreise steigen dann natürlich, ziehen in andere Gebiete. Es führt mich zum nächsten wichtigen Bereich meines Moduls, zum Bereich benachteiligte oder auch benachteiligende Quartiere. Zum Abschluss in diesem Modul habe ich auch noch ein bisschen einen Bezug zur Statistik genommen. Was sagen uns Zahlen überhaupt? Was finden wir hier für Methoden? Also wenn wir es zum Beispiel mit Ausländeranteilen zu tun hat, was bedeutet das eigentlich? Wer wird als Ausländer bezeichnet, wer nicht? Das ist innerhalb der Statistik auch nicht so einfach. Das heißt, es geht auch darum, hier ein bisschen eine methodologische Reflexion zu machen. Ich freue mich sehr, dass ich hier da bin und dass dieses Projekt zustande gekommen ist. Danke. Vielen Dank. Wir haben dazu auch drei Projekte ausgesucht, die sich genau mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Sie sehen sie aufgelistet. Hier wurden Interviews geführt, um einfach auch einen praktischen Einblick zu geben, wie mit diesem Thema im Konkreten auch umgegangen wird. Das nächste Modul heißt Ehrenamt in Graz, auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich und einer, der sehr, sehr umfangreich ist. Der wurde im praktischen Teil gemacht vom Herrn Professor Arno Heimgartner, der heute auch hier ist, und ich darf dich auch bitten, ein paar Worte zu deinem Modul zu sagen. Ich darf Sie von meiner Seite begrüßen, und es war so eine sehr ehrenvolle Anfrage, so Teil dieses Filmprojekts sein zu dürfen, und hat mein großes Interesse auch geweckt, nämlich aus mehreren Gründen. Das eine, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass es in dem Projekt um Zukunft geht. Zukunft ist ja forscherisch schwer zu greifen, aber gleichzeitig eben gesellschaftlich eben sehr zentral. Und dieses gestaltende Element hat mich angesprochen. Das andere, was ich auch sehr bedeutsam finde, ist, dass dieser Weg, der beschritten wird, dieser elektronische Weg, für mich auch eine Entwicklung abbildet, die gleichsam auch eine Umwälzung im Wissensmanagement und auch eben in der Lehre bedeutet. Zum einen findet da für mich auch eine Dynamisierung von Wissen statt, weil es diese Erreichbarkeit verändert von Wissen. Das bedeutet eine Zielgruppenveränderung und es bedeutet auch eine regionale Veränderung, auch diese Herausnahme einer Regionalität, die zwar thematisch akzentuiert ist, aber in der Zugänglichkeit eben zu diesem Wissen wieder aufgelöst wird. Das bedeutet für mich auch, und das war dann auch herausfordernd in dem Projekt, auch eine Veränderung meiner medialen Möglichkeiten. Also zum einen ist man ja zunächst immer sehr sprachlastig in seinen Ausführungen oder in seinen Texten. Und bei einem Film
so habe ich mir das gedacht, soll es doch auch auf diese visuellen Elemente ankommen und auf diese Aufbereitung der Inhalte. Und da geben sich eben ganz neue Möglichkeiten, wie eben auch das Hinzoomen zu einzelnen Bereichen. Das sind Möglichkeiten, die eben dann zum Beispiel in einer Vorlesung, in einem Hörsaal dann eben auch nur in anderer Form eben auch realisieren kann. Zum Tag selber ist vielleicht auch noch als Hintergrund interessant, dass es dann zunächst eine gute Idee war, das in den Sommer zu legen, und da danke ich eben in dieser Phase auch dem Team, das diesen Film dann eben realisiert hat, weil da war diese Ruhe und auch meine Konzentration möglich für das Projekt. Zugleich war es aber auch der heißeste Tag des Jahres in einem sehr heißen Sommer, und es war eben lichtbedingt dann auch notwendig, die Jalousien zu öffnen, und kleidungstechnisch war es dann auch nicht angebracht, so in ganz kurzen Hosen aufzutreten, und das alles hat die Stimmung beeinflusst. Thematisch möchte ich sagen, geht es um zunächst im Titel um Ehrenamt in Graz, und das scheint eben, wenn man es fokussiert denkt, ein Teilbereich zu sein für die Gesellschaft, aber wenn man das, und das war mein Bestreben, auch grundlegend denkt, dann ist das eigentlich einer der großen Schlüsselfragen auch, wie man mit seiner eigenen Zeit in verschiedenen Arbeitskontexten umgeht, und Zeit eben auch weitergedacht als Engagement oder als Mitgestaltung an der Gesellschaft. Und so habe ich einleitend eben versucht zu klären, in welchen Arbeitskontexten findet Arbeit statt, und auch mit diesem Hinterfragen des Arbeitsbegriffes in einer Veränderung dieser Formulierung, wo arbeitest du, in dieser Herausnahme dieser bezahlten Kontexte, versucht andere Dimensionen hineinzubringen, und da gehen ganz viele gesellschaftliche Entscheidungen einher, die dann eben auch für eine Stadt wie Graz ganz sehr relevant sind, wie eben auch diese Verteilung dieser Leistungen, die in diesen verschiedenen Arbeitskontexten eben unter anderem diesem freiwilligen Engagement erbracht werden, wie diese Verteilung auch in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vor sich geht, wie sie auch in der Verteilung zwischen Frauen und Männern vor sich geht, und wie sie über das Alter, also auch in dieser biografischen Komponente, auch zu leisten ist. Und eben zunächst Definitionen zu denken, dann Systematisierungen zu denken und in der Folge eben auch zu vielleicht neuen Konzepten zu kommen, wie eben auch der Partizipation oder der Inklusion in gesellschaftliche Systeme. Das war mir da eben auch ein Anliegen, und das auch insofern auch wissenschaftlich zu denken, dass man Versuche der Quantifizierung einbringt oder eben auch der kritischen Analyse, war hier mir ein Anliegen, eben auch um nicht ideologisch gleichsam von einer umfassenden Partizipation zu sprechen, sondern hier auch Grenzen zu denken oder eben auch ausbeuterische Systeme zu kennzeichnen oder zu hinterfragen. Also insgesamt dieses gesellschaftliche System so aufzustellen, dass es eben für uns und für Graz eben in Zukunft ein sinnvolles und bereicherndes ist. Zu mir selbst vielleicht noch den Satz, weil die Inhalte eben auch daran anschließen, ist auch in dieser Initiative, diese verschiedenen unbezahlten Handlungsfelder sichtbar zu machen, ist eben 2009 der erste Freiwilligenbericht für Österreich auch erschienen, an dem ich gemeinsam mit Eva More-Hollerwege vom MBO-Institut in Wien eben mitgewirkt habe. Und da gibt es dann eben noch jede Menge Literatur, die da weiterführend ist.
Also insofern vielen Dank und alles Gute auch für weitere Projekte im Team. Herzlichen Dank. Ja, das Ehrenamt, wie gesagt, ein ganz zentrales Thema, auch in der Stadt Graz. Wir haben, was das Praxisvideo anbelangt, hier Ehrenamtliche gebeten, uns zu erzählen, warum sie im Ehrenamt tätig sind und was es ausmacht, im Ehrenamt tätig zu sein. Wir haben aber auch die Stadt Graz, in dem Fall den Herrn Bürgermeister Nagel und die Frau Bürgermeisterstellvertreterin Schölk gefragt, was denn die Stadt tut, um das Ehrenamt in dieser Stadt zu unterstützen und warum für die Stadt Graz das Ehrenamt eine so große Wichtigkeit und einen so großen Stellenwert hat. Das nächste Modul beschäftigt sich mit der smarten Stadtentwicklung. Hier geht es darum, wie sich diese Stadt zukünftig weiterentwickelt wird, welche Plätze geschaffen werden, welche Gebäude geschaffen werden und wie sich überhaupt Graz als Lebensraum entwickelt und möglichst smart, ja, und möglichst nahe bei der Bevölkerung zu sein und ein Lebensgefühl zu entwickeln, das einer modernen Stadt eben entspricht. Dafür haben wir gewonnen den Universitätsprofessor Michael Nowodoslawski von der TU Graz, der heute leider auch nicht hier sein kann. Und ich denke, die Praxisprojekte zeigen hier auch ganz gut, wie smart Graz als City eigentlich schon ist, nämlich einerseits mit dem Smart City Projekt Graz Mitte, andererseits mit dem Science Tower Graz und was die zukünftige Entwicklung anbelangt, die nächsten Projekte, haben wir dann auch noch ein Interview geführt mit der Stadt, mit dem Stadtplanungsamt, um hier auch mal zu zeigen, wohin sich die smarte Stadtentwicklung in der Landeshauptstadt entwickeln wird. Das nächste Modul widmet sich dann der nachhaltigen Mobilität. Hier haben wir einen kompetenten Ansprechpartner gefunden mit dem Herrn Professor Michael Bobig von der FH Joanneum. Sie sehen also auch, wir haben den Bogen über möglichst viele Hochschulen gespannt in diesem Online-Kurs. Herr Bobig ist heute auch hier, ich sehe ihn gerade nicht. Ah ja, Entschuldigung. Und ich darf Sie auch bitten, ein paar Worte zu Ihrem Modul zu sagen. Schönen Vormittag, ist schon zu spät. Ich darf mit zwei Arten von Dank beginnen. Das eine, ich bedanke mich dafür, dass wir auch in diesem Projekt sozusagen in den Kreis der Hochschulen mittun dürfen, obwohl ich selbst in Kapfenberg unterrichte, aber ich bin Grazer. Der zweite Dank geht an die Stadt Graz. In dem Sinn, danke, liebes Graz, dass du mich adoptiert hast. Ich bin nicht ursprünglich aus Graz, sondern bin von der Firma damals Wagner Tirol akquiriert worden, zu einer Zeit, als wir hier 1 Million Fertigungsstunden hatten, also da hat es gebrummt. Ich bin immer wieder gern dort, wo es brummt, und ich glaube, dass in Graz inzwischen überall brummt, und daher bin ich sehr gerne auch Grazer geblieben, auch wenn ich natürlich inzwischen einige Quer- und Kreuzwege genommen habe. Zum Thema nachhaltige Mobilität. Das ist natürlich kein Thema, das man jetzt sozusagen zur Geschichte legen kann und abhaken, sondern wir sind da mitten in einem wahnsinnig fluiden und sich schnell dynamisch entwickelten Gebiet drinnen. Wenn wir das Interview nächstes Jahr machen würden, dann wird es wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen. Und wichtig für eine Stadt wie Graz, die so sozusagen in den mittelgroßen Städten eingereiht werden kann, ist, dass man hier wirklich sieht, was so läuft rundherum, weil man natürlich von einer weltweiten Dynamik mitgenommen wird. Ich habe da schon einige Gelegenheiten gehabt, über Aspekte der Mobilität in verschiedenen Städten zu reden. In China zum Beispiel, da geht es nicht darum, wie viele in verschiedenen Städten, wie viele Kilometer U-Bahn gebaut werden, sondern wie viele U-Bahnen pro Jahr gebaut werden. Sie werden sich wundern, wie viel es ist. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber das ist eine zweistellige Zahl. Ja. Das ist unglaublich, was so passiert. Und das Wichtige ist, dass man hier verschiedene Aspekte unter einen Hut bringt. Wir haben in dem Video ein bisschen mehr über den Radverkehr gesprochen und über den öffentlichen Verkehr, weil das ja die Verantwortung der Stadtverwaltung ist. Es ist natürlich auch, sind viele andere Aspekte. Also es wird zum Beispiel ganz stolz erzählt, dass der Nodal Split ist die Verteilung
der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel in Graz sich positiv entwickelt hat. Wenn man die Zahl sich aber genau ansieht, dann ist in Wirklichkeit nur die Zahl der Autofahrer gleich geblieben und es hat sich der Radverkehr erhöht auf Kosten der Fußgänger. Ja, das heißt, es wird weniger zu Fuß gegangen, dafür wird mehr Rad gefahren, was in Summe aber noch nicht nachhaltig ist. Ja, also da ist vieles zu tun und wichtig ist, dass man hier dranbleibt und ich finde das wirklich schön, dass wir mit diesem Thema eigentlich eines der 8 wichtigen Themen der Stadt Graz abdecken können. Kurz ein Satz in sozusagen Werbung in eigener Sache. Wir werden über das Thema Fachhochschulen und Universitäten am 19. Oktober am Resovi-Gebäude um 18.30 Uhr diskutieren und ich werde ein paar Fragen in den Raum werfen und hoffe, dass wir dann auch ein bisschen so die Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten dabei stärken können. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben versucht, auch hier wieder Praxisberichte und Praxisprojekte Ihnen vorzustellen. Zum einen geht es um die E-Mobility, ganz ein zentrales Thema und ein zukunftsorientiertes Thema. Und auf der anderen Seite geht es auch um den Bereich multimediale Knoten, das heißt also um Verkehrsknoten auch, wo unterschiedlichste Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer aufeinandertreffen und hier miteinander interagieren und auskommen müssen. Ja. Wir werden sehen, ob wir noch ein anderes Praxisbeispiel dazu bekommen. Die zwei sind auf alle Fälle mal fix. Gut, komme ich zum letzten Modul. Das letzte Modul blickt vermeintlich in die Zukunft, wenn wir über Weltraumforschung sprechen, aber eben nur vermeintlich, weil die Stadt Graz schon eine sehr lange Geschichte hat, was die Weltraumforschung anbetrifft, was viele eigentlich nicht wissen. Wir haben hier für dieses Modul als Experten den Herrn Professor Otto Kodelka gewinnen können, der heute auch hier ist. Und ich darf Sie bitten, auch zu diesem Modul ein paar Worte zu sagen. Frau Vizebürgermeisterin, Herr Stadtrat, Herr Vizerektor, meine sehr geehrten Damen und Herren. Graz ist nicht nur die smarteste City Österreichs, sie ist auch die Weltraumhauptstadt Österreichs. Diesen Begriff hat ein Amtsvorgänger von Ihnen vor 20 Jahren bei der Eröffnung des nun mehr als 20 Jahre hier in Graz stattfindenden Weltraumsymposiums der Vereinten Nationen geprägt. Und von da an haben wir diesen Begriff massiv verwendet. Anfangs ist er in Wien nicht so gerne gehört worden. Mittlerweile ist er dort vollkommen akzeptiert. Also Graz ist die Weltraumhauptstadt Österreichs und das auch mit Fug und Recht, was wahrscheinlich auch nicht viele wissen, das erste österreichische Weltraumobjekt ist am 26. November 1969, also 4 Monate nachdem die ersten Menschen den Mond betreten haben, ins All gebracht worden. Von Professor Riedler, meinem Vorgänger, wurde ein Experiment auf einer Höhenforschungsrakete gestartet und ist also über die Grenze des Weltraums hinausgekommen. Das Datum merke ich mir deshalb, weil das ist zufällig der Gründungstag der TU Graz. Das ist eine schöne Koinzidenz, aber rein zufällig. Ein anderes First, im Februar 2013 wurde der erste österreichische Satellit gestartet, der an meinem Institut gebaut wurde, ist mittlerweile mehr als 2,5 Jahre im All, hat 13.000 Mal die Erde umrundet und mittlerweile 600 Millionen Kilometer im Kreis zurückgelegt, misst die Helligkeitsschwankungen sehr heller Sterne und obwohl er nur für 2 Jahre konzipiert wurde, kann er noch mindestens 2 weitere Jahre mindestens im Betrieb sein, liefert sehr schöne Ergebnisse und derzeit sind wir am ersten europäischen Nanosatelliten der ESA als Konsortialführer tätig, der soll 2017 starten und das bisher größte österreichische Weltraumprojekt Austromir wurde von Graz aus geleitet, von Ionem Research mit Beteiligung aller in Österreich auf diesem Gebiet tätigen, TU Graz, Universität Graz, Weltraumforschungsinstitut und ganz wichtig, das Weltraumforschungsinstitut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde hier in Graz gegründet, ist etabliert und
ist in aller Munde, vor allem durch die Rosetta-Mission im letzten und im heurigen Jahr. Und Professor Baum-Johann wurde auch letztes Jahr zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Was auch leider viel zu wenige Leute wissen, hier in Graz werden seit ewigen Zeiten ganz wesentliche Teile der erfolgreichsten Rakete, der Ariane, gebaut bei Magna Steyr. Die Treibstoffleitungen und andere Systeme werden an der Weltraumabteilung gebaut. Ich meine, dass Magna Autos baut und Autozubehörteile, ist, glaube ich, allgemein ein Gedankengut und Wissen. Aber dass auch Weltraumsysteme seit mehreren Jahrzehnten gebaut werden, ist vielleicht nicht so ganz bekannt. Und Austromir habe ich gerade vorhin erwähnt, nächstes Jahr feiert es das 25-jährige Jubiläum und wir arbeiten gerade, der nächste Weltraumtag bitte gleich aufschreiben, wird der 5. Oktober 2016 sein. Das werden wir verbinden mit einer Austromir 25-Jahr-Feier und der erste österreichische Kosmonaut, Franz Fieböck, wird viele seiner Astronauten und Kosmonautenkollegen dann nach Graz bringen. Mein Weltraum, das klingt immer so abgehoben, glaubt man, das ist was Feines für ein paar Wissenschaftler und ein paar Techniker und ein paar wenige Weltraumfirmen. Nur, Sie alle verwenden jeden Tag Weltraumtechnologie oder Dienste, die ohne Weltraumtechnologie undenkbar wären. Der frühere ESA-Generaldirektor hat immer in seinen Keynote-Speeches gesagt, würde man alle Satelliten abschalten, würde sofort die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und ich beweise es jetzt. Zum Beispiel in Österreich, das wollen wir nicht machen, ja? Aber ich möchte nur das Bewusstsein schärfen, Weltraumtechnologie, das ja sehr oft nur immer mit dem Mann im Mond assoziiert wird und mit der bemannten Raumfahrt, ist ja sehr viel mehr. In Österreich beziehen mehr als die Hälfte aller Konsumentinnen und Konsumenten das Fernsehprogramm über Fernsehsatelliten. Wir alle haben unsere Navis im Auto, im Smartphone sowieso, undenkbar ohne die Satellitennavigation. Etwas indirekter, würde man Satellitennavigation abschalten, dann würden auch unsere geliebten Mobiltelefone schlecht oder gar nicht mehr funktionieren, weil die Zeitablaufsteuerung der Basisstationen läuft über GPS. Ist eine kritische Infrastruktur und Gott sei Dank hat Europa trotz gewisser Startschwierigkeiten die Entscheidung getroffen, ein eigenes Satellitennavigationssystem Galileo zu machen, weil eben das ganz kritische Infrastruktur ist. Auch die Stromversorgung könnte zusammenbrechen, weil mittlerweile die Umspannwerke, die Verteilstationen über Satellitennavigation zeitgesteuert werden. Unsere Wettervorhersage ist mittlerweile extrem genau geworden. Das geht nur mit Wettersatelliten. Und im Katastrophenfall helfen uns Fernerkundungssatelliten, die Einsatzkräfte möglichst gut und möglichst rasch vor Ort zu bringen. Und das Ozonloch hätten wir wahrscheinlich gar nicht entdeckt ohne Fernerkundungssatelliten. Und weil man das entdeckt hat und weil man dann reagiert hat und gewisse grausliche Dinge verboten hat, schließt es sich wieder. Das sind also nur ein paar wenige Beispiele und in dem Modul, wie gesagt, gehen wir auf die Highlights, die aus Graz kommen, Rosetta-Mission, die Technologie, die aus Graz kommt und dann speziell, also wir bauen Kleinsatelliten, was derzeit boomt. Der erste ist schon oben, der zweite wird bald folgen und mit diesen technologischen Dingen kann man auch eine Menge spannende Dinge tun, die wir hier vermitteln wollen. Und damit danke für diese Initiative und wir machen hier sehr gern mit. Ja, vielen Dank. Und damit die Weltwirtschaft weiter existiert, habe ich vergessen, darauf zu schreiben, dass genau eben die Satelliten der Technischen Universität Graz auch ein Praxisbeispiel sind, das wir sehr gerne auch näher vorstellen in dem Modul. Gut, damit haben Sie einen Überblick über die 8 Module bekommen. Ich möchte Ihnen jetzt noch die Plattform vorstellen, auf der dieser Online-Kurs stattfindet. Diese Plattform nennt sich auf gut steirisch IMOX.
ist eine Plattform, die, wie schon erwähnt, gemeinsam entwickelt wurde von der Technischen Universität Graz und von der Karl-Franzens-Universität Graz. Und bevor ich das jetzt tue, möchte ich mich auch nochmal bedanken, und zwar bei all jenen, die für diesen Graz MOOC ganz, ganz viel Arbeit geleistet haben. Allen voran beim Klaus Hatzl, der das Projektmanagement gemacht hat. Danke vielmals. Ich glaube, da waren sehr viele Termine zu vereinbaren, sehr viel Arbeit, die da drinnen steckt. Und man sieht dann immer ein sehr schönes Endergebnis, und das ist für mich auch sehr wichtig, auch zu sagen, dass da dahinter sehr viel Arbeit steckt. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei den beiden Produktionsteams. Einerseits dem Produktionsteam der Universität Graz, die in gewohnter Manier, sage ich, bei mir an der Akademie sehr viel mitgeholfen hat und die Videos geschnitten hat, aber auch beim Produktionsteam der TU Graz. Wir machen nicht nur die Plattform gemeinsam, wir produzieren auch die MOOCs gemeinsam. Und darf mich da auch bedanken bei Martin Ebner, der da irgendwo sitzt, dafür, dass er diese Kooperation ständig vorantreibt und mit uns gemeinsam einen MOOC nach dem anderen sozusagen ins Leben ruft. Ich freue mich, dass der Kurs so großes Interesse weckt. Ich bedanke mich nochmal bei der Stadt Graz, ich bedanke mich auch bei Vizerektor Polaschik für Unterstützung seitens der Universität und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem MOOC. Eins noch, Werbung in eigener Sache. Wie Sie vielleicht gesehen haben, wir haben auch eine ganze Reihe anderer MOOCs noch am Start, die im Herbst starten. Wenn das für Sie von Interesse ist, schauen Sie sich das mal kurz an. Österreich und die Europäische Union. Making, das heißt Computerprogrammieren für Kinder, oder auch Krankheiten bestimmen im Internet. Ich denke mal, das sind Themen, die durchaus auch für viele interessant sein können. Schauen Sie mal rein, und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Angebot, das wir haben. Vielen Dank für Ihr Kommen. Schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen.